Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai-Dekai und in diesem Video zeige ich dir, wie du perfekte Crossfades für deine Loop machst. Da ich eine Menge Arbeit und Wissen in meine Videos investiere und sie frei zur Verfügung stelle, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like gebt und den Kanal abonniert. Und die Besten von euch teilen dieses Video weiter. Aber legen wir doch los. So, manchmal willst du, sagen wir mal, einen Pad mit einem Effekt, zum Beispiel einen Reverb als Audio aufnehmen und das Sample dann loopen. Oder es reicht auch schon, wenn Noten ein längeres Release haben und ineinander übergehen. Dann hast du jetzt ein Problem, dass beim Start der Aufnahme gar kein Effekt bzw. Reverb oder das Ausklingen der vorherigen Note zu hören ist, weil das ja naturgemäß erst später dazukommt. Und wenn du das Sample so loopst, dann gibt es einen sehr hässlichen Übergang von einem Sound mit Reverb bzw. Release plötzlich zu einem Sound ohne Reverb bzw. Release. Hier ein Beispiel ohne Übergang. Und hier jetzt ein Beispiel mit Übergang. So, aber um das zu erreichen, gibt es für diesen Fall zwei sehr einfache Lösungen. Eigentlich ist es nur eine, aber Bitwig bietet eine schöne Funktion, die es einem erleichtert. So, die erste Lösung in Bitwig intern ist, wenn du zum Beispiel mit einem Synthesizer, ich nehme hier jetzt zum Beispiel mal den Polysynth und einen Delay Plus eine Melodie aufnimmst. Kann natürlich auch ein Pad sein oder sowas. So, du fängst an, spielst als erstes die MIDI-Noten ein, entweder im Arranger oder dem Clip-Launcher. Ich habe das hier mal vorbereitet, also ich kann jetzt einfach hier die Noten reinziehen oder hier quasi reinziehen oder einspielen, so wie du das am liebsten magst. So, wenn das erledigt ist, dann muss dieser Clip im zweiten Schritt auf jeden Fall im Clip-Launcher sein, also auf der Seite. Dort wählst du dann auf dem Clip mit einem Rechtsklick Bounce in Place aus. Und Bitwig erstellt dir dann einen doppelt so langen Audioclip. Aber denk dran, dass Bitwig immer nur das erste Device mit der Funktion Bounce in Place bounced. Also muss der Effekt entweder im FX-Container sein, hier, oder zum Beispiel mit dem Synthesizer zusammen in einem Chain-Device zusammengefasst sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst hast du nur das Signal ohne Effektanteil. So, dieser Audioclip fängt jetzt mit einem ganz klaren Sound an, bei dem das Reverb und das Release langsam dazukommt und spielt dann in einem verlängerten Clip, der schon mit dem Reverb und dem Release-Sound anfängt, beziehungsweise vermischt ist. So, und wenn der Clip jetzt loopt, dann loopt er zusammen mit dem Reverb und dem Release. So, und wenn du diesen Clip jetzt in den Arranger ziehst, dann wird dir auffallen, vielleicht nicht sofort, aber wenn du jetzt hier nochmal in dem Clip Launcher guckst, dann siehst du hier, die Länge des Clips ist 4, aber hier ist er geloopt. Und die Länge des Arranger Clips ist hier 8. Ne? Das heißt, du hast jetzt beide Versionen in den Arranger reingezogen und kannst jetzt einfach mit dem Zeitauswahl-Tool, mit der 2 hier, die du kannst du temporär festhalten, den zweiten Teil markieren und damit Steuerung E oder hier Rechtsklick und trennen, den zweiten Teil abtrennen und den zweiten Teil einfach weiterloopen. So hast du einen klaren Start und einen geloopten Melodieanteil, der sich ständig wiederholt.
So. Kleine Zwischenbitte. Lass doch bitte einen Like da und abonniere den Kanal für deinen Support. So. Machen wir das hier aus. Die zweite Lösung ist exakt dasselbe Prinzip, nur eben manuell. Du hast einen externen Synthesizer, der einen schönen Reverb hat und du willst das jetzt einfach loopen. Ich simuliere das jetzt mit dem Surge XT, dessen eigenem Reverb und diesen selben Noten hier wieder. Das Audiosignal nehme ich dann in einer weiteren Spur hier auf. Da ist der Input, ist der Surge XT hier an der Stelle. Du kannst es natürlich auch live einspielen oder die MIDI-Noten von deinem externen Synthi erst einspielen, dann korrigieren und schließlich damit den Synthi wieder befüttern, sodass der fehlerfrei den Sound abliefern kann. Der Trick ist jetzt, die Melodie oder den Part, der eingespielt werden soll, einfach zweimal hintereinander abzuspielen oder einzuspielen. So, und das mache ich jetzt an der Stelle. Dazu muss ich den hier kurz starten, damit der losgeht, wenn ich hier auf Record drücke. Die Audiospur ist ausgewählt, damit sie aufnimmt. Und ich nehme das jetzt einfach mal so. Weiter mal. Stopp und dann stoppe ich natürlich auch noch das Audio-Sample, was jetzt anfängt zu spielen. So, jetzt habe ich das Audio-Sample hier in dem Editor. Das ist jetzt einfach viel zu lang. Ich habe ja eigentlich nur einen vier Takte langen, noch auf Stopp, einen vier Takte langen, vier Takte langes Sample. Ich schiebe das mal hier rüber. So ein vier Takte langes Sample. Jetzt kann ich einfach sagen, okay, ich will ja quasi nur die letzten vier Takte loopen. Stell meinen Start-Playmarker hier ganz nach links, sodass das Sample auch mit dem cleanen Sound anfängt und dann in mein Reverb-Loop reinloopt. So, und jetzt habe ich schon meinen perfekten Loop am Start. Und noch ein kleiner Zusatz für die perfekte Aufnahme. Vielleicht ist das ja euch schon aufgefallen oder ihr habt euch gewundert. Wenn man jetzt den Loop quasi entweder dreimal aufnimmt oder das einfach nur das Ende ausklingen lässt, dann hast du schön drei Teile zur Verfügung. Deshalb habe ich den vorher nochmal hier rüber gezogen in den Arranger. Da kann man das einfach nochmal schöner zeigen. Und zwar habe ich jetzt das komplette Sample. Und ich kann jetzt wieder hingehen und kann sagen, okay, machen wir es vielleicht ein bisschen größer. So. Ich habe die ersten vier Takte sind der cleane Sound. Die zweiten vier Takte bis hierhin, Steuerung E, um das auseinander zu trennen, habe ich jetzt den Loop-Sound und dann habe ich noch den Ausklingsound, den ich hinten dranhängen kann, wenn ich dann quasi den Loop beenden möchte und habe dann einfach einen schönen Übergang. So. Mit dieser Technik solltest du perfekt für deine zukünftigen Loops gerüstet sein. Wenn du weiterhin solche Videos sehen möchtest, dann gib mir einen Like und abonniere den Kanal. Mein Name ist Odo Sendaidokai. Danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit. Und falls du noch weitere Fragen oder Feedback hast, lass es mich einfach in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.